Leute, ich hätte hier mal wieder eine Verlosung für euch. Ihr seht, ein ganzer Stapel an Blu-rays und DVDs hat sich wieder bei mir angesammelt, die ich gerne verlosen möchte. Natürlich alles für umsonst, aber kurz, wie jede Woche zu den Regeln für alle Zuschauer, die neu dazugekommen sind. Ich werde euch gleich zu jedem Film zeigen, was ihr gewinnen könnt und werde zu jedem Film einen Kommentar sagen, dass ihr in die Kommentare unterhalb des Videos schreiben und vervollständigen sollt. Dafür habt ihr 48 Stunden Zeit bis übermorgen 15 Uhr. Datum und Uhrzeit findet ihr auch noch mal in der Infobox sowie alle Filme und ihr dürft zu jedem Filmtitel maximal einen Kommentar schreiben, weil ihr sonst auf unfaire Art und Weise, weil das Ganze ist eine Zufallsverlosung, eure Chance erhöhen würde zu gewinnen. Denn nach Ablauf der 48 Stunden wird per Zufall verlost, wer der Gewinner oder die Gewinnerin sind. Und ihr bekommt eine Direktnachricht von mir auf YouTube mit herzlichen Glückwunsch. Du hast das und das gewonnen, braucht danach euren Namen und eure Adresse und zack, habt ihr euren Preis umsonst im Briefkasten. So einfach ist es, so einfach bleibt es und lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir einfach an. Fragen, Sorgen, Nöte gerne auf Twitter und Facebook. So! Als allererstes hätte ich mir euch Blu-ray und DVD zu Die Entdeckung der Unendlichkeit, des Biopic über Stephen Hawking mit Eddie Redmayne in der Hauptrolle. Ein sehr packender Film, sehr besonderer Film, der wirklich Freude macht, der spannend erzählt ist. Man lernt vieles über Stephen Hawking und man bekommt auch einen ganz anderen Respekt vor diesem Mann, der im Rollstuhl sitzt, ein virtuoses Genie ist, aber sehr viel noch mehr über sein Leben. Und das ist ein ganz stark gespielter Film. Nicht umsonst hat Eddie Redmayne dafür den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen. Und wenn ihr Blu-ray oder DVD zu dem Film gewinnen wollt, schreibt in die Kommentare: Robert, ich finde, Punkt, 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 sollte endlich mal einen Oscar bekommen. Und dann würde mich interessieren, von wem ihr denkt, er sollte endlich mal einen Oscar bekommen oder sie. Ausgeschlossen bei dieser Antwort ist auf jeden Fall Leonardo DiCaprio, weil das würden sonst 98% aller Leute schreiben. Und schreibt gerne dahinter in Klammern, ob ihr DVD oder Blu-ray haben wollt, damit ihr nicht die Blu-ray gewinnt, wenn ihr nur einen DVD-Player habt. Als nächstes hätte ich für euch dann eine Blu-ray und zwei DVDs zu Nachts im Museum 3, das geheimnisvolle Grabmal. Ich finde vor allem nach dem zweiten Teil von Nachts im Museum, den ersten mochte ich sehr, der zweite hat so ein bisschen abgebaut, macht der dritte wieder Freude. Auftritte von nicht unbekannten Gaststars und vor allem diesmal Exponate, die in London zum Leben erweckt werden. Und dieser Streifen ist so ein bisschen eine Vater-Sohn-Geschichte und vor allem ein würdiger dritter Teil, der wirklich wieder besser ist als der erste Teil. Und als der zweite Teil meine ich natürlich ein schöner Familienfilm geworden. Und wer den gerne auf Blu-ray oder DVD haben will, denn jetzt bald ist auch der Heimkinostart, schreibt einfach in die Kommentare: Robert, ich würde gerne mit der historischen Figur so und so reden. Also mit welchem historischen Exponat, wenn es zum Leben erwacht worden würde, genauso wie hier in dem Museum, ja, würdet ihr gerne mal eine Unterhaltung führen und warum? Jedes Kommentar in diese Richtung kann DVD oder Blu-ray von Nachts im Museum 3 gewinnen und auch da in Klammern dahinter schreiben, ob ihr DVD oder Blu-ray wollt, damit ihr, ich habe es schon erwähnt, nicht die Blu-ray bekommt, wenn ihr nur einen DVD-Player habt. Dann zu Magic in the Moonlight hätte ich dreimal die Blu-ray und dreimal die DVD, der neue Woody Allen-Film mit Emma Stone, mit Colin Firth in den Hauptrollen und die Geschichte eines Mannes, der einem Medium auf die Schliche kommen soll. Er selbst ist Zauberer und dabei ist wieder so ein Woody Allen-typischer Film mit ganz eigenem Flair rausgekommen, tollen Dialogen, romantischem Einschlag und Emma Stone ist einfach für mich die attraktivste Schauspielerin, die überhaupt auf dieser Erde existiert. Und wer von diesem Woody Allen-Film oder seine Sammlung zum Thema Woody Allen gerne weiter ausführen möchte, eine DVD oder Blu-ray gewinnen will, schreibt einfach in die Kommentare: Robert, mein Lieblings-Woody Allen-Streifen ist, und dann schreibt gerne rein, welcher und warum, weil der bringt ja jedes Jahr ungefähr einen Film raus, der gibt es also genug in seiner Laufbahn und ja, auch hier wieder ein Klammer dahinter, schreibt, ob ihr Blu-ray oder DVD haben wollt. Dann als nächstes hätte ich drei Blu-rays und zwei DVDs zu Serena mit Jennifer Lawrence und mit Bradley Cooper in den Hauptrollen. Die Geschichte eines Paares, die in eine abgelegene Region zieht, im Holzgeschäft ist, aber vor allem die Geschichte einer Frau, die nach und nach sehr psychopathische, zwiegespaltene Ansätze bekommt. Großartig gespielt einmal mehr und nicht das erste Mal, dass Jennifer Lawrence und Bradley Cooper gemeinsam als Paar vor der Kamera stehen, ist für mich die Frage, wenn ihr Blu-ray oder DVD haben wollt, sagt ihr: Robert, mein Lieblings- oder mein Wunschpaar vor der Kamera ist und wen würdet ihr gerne mal zusammen sehen oder wer passt am besten vor der Kamera zusammen? Jedes Kommentar in diese Richtung kann von Serena eine Blu-ray oder DVD gewinnen. Auch hier in Klammern gerne dahinter schreiben. Dann Reclaim hätte ich eine Blu-ray und eine DVD, Direct-to-DVD-Veröffentlichung mit John Cusack, mit Ryan Phillips. Schade, dass man den so selten sieht nach tollen Streifen wie L.A. Crash oder auch Eiskalte Engel. Aber wie dem auch sei, ist das die Geschichte eines Paares, die ein haitianisches Mädchen adoptieren will. Und als sie dann nach Puerto Rico fliegen, um dann diese Adoption zu vollziehen, verschwindet das Mädchen, verschwinden die Organisatoren, verschwindet ein Mann, den sie einst kennenlernten. Das Ganze wird dann ein Thriller und einer, der auf Leben und Tod geht. Und wenn ihr Blu-ray oder DVD von Reclaim gewinnen wollt, schreibt in die Kommentare: Robert, mein Lieblings-Thriller ist. Und dann schreibt ihr, welcher und warum. Jedes Kommentar in diese Richtung kann Blu-ray oder DVD von Reclaim gewinnen. Dann hätte ich für euch vom neuen Direct-to-DVD veröffentlicht
berüchtigten Adam Sandler-Film Cobbler, der Schuhmacher, glaube ich. Ja, die Geschichte eines Mannes, der eigentlich Schuhmacher ist und herausfinden muss, dass eines seiner Handwerkszeuge verzaubert ist und vor allem er sich damit in jeden Kunden verwandeln kann, bei dem er einst gewisse Schuhe repariert hat. Und das heißt für ihn, er wird so eine Art Gestaltenwandler. Das Ganze eine Komödie verpackt, wo aber auch schnell klar wird, dass er nicht unbedingt die praktischste Fähigkeit sein muss. Adam Sandler-hafte Art ist das Problem bei Adam Sandler. Der hat wahnsinnig viel Boxoffice gemacht weltweit. Der ist in den USA unglaublich beliebt, eigentlich auch hierzulande, aber er macht oft einen okayen Film, dann einen guten, dann einen richtig schlechten. Dann wieder einer, der ist okay, dann einer, der ist richtig gut und dann einer, der ist richtig schlecht. Nicht umsonst ist er Stammgast bei der Goldenen Himbeere. Und wenn ihr hier Blu-ray oder DVD von Cobbler gewinnen wollt, schreibt in die Kommentare, Robert, ich finde, und diesmal nicht der beste, sondern der schlechteste Adam Sandler-Film ist. Und dann schreibt ihr, welcher und warum. Jedes Kommentar in diese Richtung kann dann Cobbler auf Blu-ray oder DVD gewinnen. Und dann klammern hier auch wieder hinter, ob ihr Blu-ray oder DVD haben wollt. Und zu guter Letzt die Geschichte, der Film Blu-ray und DVD von Schmerzensgeld, die Geschichte eines Pärchens, die feststellen müssen, dass sie A, pleite sind, B, aber die Chance haben, richtig reich zu werden, indem sie einen Teekessel, den sie gefunden haben, ihnen Wohlstand verschaffen kann, weil wenn sie Schmerzen erleiden, produziert dieser Kessel Geld. Klingt blöde, ist aber so. Und vor allem heißt es hier, je mehr sie leiden, umso mehr Kohle. Und irgendwie, wenn sie auch ganz schön viel Wohlstand gelangen. Und das Problem ist, dass sich nicht nur die Nachbarn wundern, andere hätten auch gern diesen Kessel, um verdammt viel Kohle zu machen. Am Ende wird das eine ganz andere Komödie. Und wer sich Schmerzensgeld anschauen will, der sich jetzt für mich unbedingt nicht so anhört, als wäre ein richtig guter Streifen, kann das trotzdem tun und die Blu-ray und DVD gratis gewinnen, indem ihr in die Kommentare schreibt, für was? Was ist das Dümmste, was ihr jemals für Geld gemacht habt? Klingt blöd. Und wer es auch nicht erzählen will, erzählt es nicht. Aber, oder was jemand anders für Geld gemacht hat, jedes Kommentar in diese Richtung kann auch ein mieser Job sein. Schreibt es gerne in die Kommentare, kann DVD oder Blu-ray zu Schmerzensgeld gewinnen. Und da bin ich durch mit meiner riesen Verlosung und kann nur sagen, ganz viel Spaß beim Tippen, 48 Stunden Zeit und danke wieder fürs Reinschalten und maximal 7 Kommentare schreiben, weil das sind 7 verschiedene Filme. Nicht vergessen, nicht mehr, das wäre sonst unfair. Und dann bleibt mir bloß noch zu sagen, lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diese Verlosungen mögt. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es nur ein paar Links um mich rum und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.